Was denn, Foxy? Ich dachte, du pennst. Nö. Möchtest du was Bestimmtes haben? Ich hab Nein. F und Nein. Box. Nein. Nein. Nur, dass du deine Kopfkamera mitnimmst, bitte. Ist da. Dankeschön. Bitteschön. Alter, zwei Leute verabschieden sich. Instant, vier Zuschauer weniger. Hä? Bei mir stehen nur noch zwei Zuschauer. Ich verstehe das manchmal nicht. Zwei Leute verabschieden sich, vier sind weg. Ellie, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ein Zeichen wollen wir. Gib uns ein Zeichen. Ein Zeichen. Ein Zeichen wollen wir. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ja, ne? Wir brauchen gar nicht zu funken. Gib uns ein Zeichen. Ein Zeichen. Alles klar. Ich habe gerade mal das Badezimmer aufgemacht und Zack, hust du uns aus? Gibt's hier gar nicht. Und er hat die Tür berührt. Kommst du mal bitte? Ja, ich bin doch schon da. Nein, ich werde nicht kommen. Erscheinst du bitte? Danke. Genau hier bei der Tür bei IMF5. Bei dieser Tür? Er hat die Tür bewegt. Fingerabdrücke negativ bisher. Hat natürlich nichts zu heißen. Fingerabdrücke kannst du ja trotzdem immer noch geben. Mit der Zeit. Ja, hier ist Depp da. Er ist schon wieder hier hinten. Das gibt's doch nicht. Der ist hier schon wieder im Flur. Also da hat man aber wenigstens die Spinde. Ja, das ist richtig. Er berührt die ganze Zeit diese Tür. Was? Da, hier. Immer diese ja. Tür. Ja. Gefrieratem. Hier vor der Step zu. Gefrieratem. Achso, hast du gerade. Oh, okay. Sorry. Benji, ich hab gefragt. Hat sich jetzt Gefrieratem oder so? Achso. In diesem Falle ja. Ja, hier steppt er gerade. Upsi. Das hat ja super geklappt. Vielleicht ansonsten auf dem Hocker da vorne. Nein, ich mit das drauf. Auf dem Holzhaufen kannst du nichts hinlegen. Wieso nicht? Da rutscht das. Oh, okay. Ja, aber wieso nicht? Wieso habe ich das dumpfe Gefühl, dass es wie ein Benji ist? Eine Benji. Wobei, nee, doch, ein Benji. Ich weiß nicht, ob männlich oder weiblich dieser Geist. Was ich auch gerade. Alter, geht ja tatsächlich überhaupt nicht. Der liebt es, mit Türen zu spielen. Anscheinend. Oh. Doch nicht. Leute, Fotoapparat. Fotoapparat, der ist gerade hier. Sie ist nackt, ich habe auch keine Kamera dabei. Na super. Ich glaube, du bist gerade über den Ort gestolpert. Wer, ich? Ja. Wenn Nanny mal nicht in das Zimmer hier reinleuchten würde, könnte man es vielleicht besser sehen. Ja, wie gesagt, in dem Flur hier. Wie in dem Flur? Schau mal auf meine Kopfkamera. Da ist ein Orb zwischen euch. Genau beim Vollstapel. Alles klar. Der ist schon wieder hier gewesen. Oh, ich hol mir eine Kamera jetzt. Mach das! Fotoapparat, by the way.
Butterbrot liegt da. Muss es noch eintippen. Dann mach das doch. Hi, Foxy. Nur noch ein Foto vom Geist. Der war zweimal da. Ich schaue schon mal ganz kurz, wen ich dann gleich raide. Gehe mal davon aus, dass Nani mit mir zusammen quasi aufgehen wird. Daher kann ich sie dann ja schlecht raiden. Okay, viele sind gar nicht da. Ich hätte unseren Herr Schirm mit Dead by Daylight, GTA 5 mit Kuro Gaming Neko oder, also Kuro Gaming Neko mit GTA 5 so rum, oder eine gewisse Yuka, wunderschöne Stimme, mit League of Legends. Das heißt, da schaue ich dann gleich mal rein, wen ich da raide. Jetzt hab ich den Stream von Nani wieder. Ja, okay. Da ist sie. Zeige dich. Nani? Bei mir auch einmal ein Jane the Dark, einmal Schlafgut und träum was Schönes. Ruf sie schon wieder, die blutige Mary? Ja. Bis. Nach wie vor keinerlei Fingerabdrücke. IMF2. Hä? Was war der dritte? Orb. Orb? Hä, das war doch der zweite. Gefriertemperaturen und Orb. Hä, was war denn der dritte? IMF5. Den haben wir auch schon? Wann hatten wir den? Sie hat doch gebrüllt. Ach ja, stimmt. IMF5. Stimmt. Daraufhin bin ich ja runter. Oh Mann, ich bin so... Boah. Ich renne einfach gleich den Geist in die Arme und dann hat sich das... Ah, gibt's ja nicht. Bloody Mary. Zeig. Hi. Zwischen den Holzstapeln steht er. Jo. Dachte mir schon. Hallo. Blacker Geist. Ich weiß. Das war Absicht. Wollte ich ja auch. Das war Absicht. Nani, die kannst du auch nicht sehen. Das ist schließlich ein Phantom. Der verschwindet temporär, wenn du ihn wenn du ihn fotografierst. Und da Foxy ein Foto gemacht hat. Da ja Foxy ein Foto gemacht hat von dem Phantom, war er natürlich nicht mehr zu sehen. Er stand da zwar noch, aber war nicht zu sehen. Also müssten wir eigentlich alles haben. Ich meine, wir müssen ja auch an den Stream denken. Wenn er wirklich nackt ist, dann muss er ganz schnell abgelichtet werden, ne? Richtig. So muss das. Das ist ganz genau das, ja, kein Handy-Alarm, ne? Richtig, ganz genau. Ganz genau so muss das. Siehst du, Nani? Siehst du, Nani? Foxy denkt mit. Wenn wir Foxy nicht hätten, ne? Dann wären wir schon auf sehr, sehr viele nackte Geister gestoßen, die wir nicht sehen wollten. Im wahrsten Sinne? War er. Okay.